In Brandnagelberg träumen über 500 Musiker seit 8 Jahren den böhmischen Traum. Heuer ist zum 8. Mal das Blasmusikfestival der böhmische Traum. Heuer ist es so, dass wir circa oder knapp über 500 aktive Blasmusikerinnen aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Schweiz und den Niederlanden hier haben und die gerade im Hintergrund von mir das gemeinsame Großkonzert spielen, das immer der Höhepunkt des Festivals ist, das gemeinsame Musizieren. Also es ist kein klassischer Wettbewerb, wir gestalten das sehr offen, wir versuchen auch Amateur- oder Halbprofi-Kapellen einen würdigen Rahmen zu geben, um auch Auftrittsmöglichkeiten zu haben, um auch dem einfachen Hobbymusiker an einem Festival quasi aktiv teilzuhaben. Die Idee ist entstanden 2010. Da hat es im Waldviertel das Viertelfestival Niederösterreich gegeben, das auch heuer stattfindet, wo wir auch heuer wieder teilnehmen. Dazu hat es ein Motto gegeben, das hat damals gelautet Respekt. Und wir haben uns überlegt, wir machen eine Blasmusikveranstaltung, wo unter dem Zeichen des eben Zusammenkommens von verschiedenen Nationalitäten gemeinsam Blasmusik gemacht wird, was für uns eben auch sehr viel mit Respekt gegenüber den Mitmenschen zu tun hat. Und ja, seitdem gibt es unser Festival jetzt 8 Jahre und heuer sind wir zum 3. Mal beim Viertelfestival und man sieht wunderbar, dass es eine schöne und für die Drachenkapelle natürlich auch gute Entwicklung genommen hat und angenommen wird. Über die Zukunft muss man schauen. Fix ist jedenfalls, dass wir nächstes Jahr vom Musikverein Drachenkapelle Brand das 140-jährige Bestandsjubiläum feiern. Damit verbunden ist, dass wir am Samstagnachmittag das Bezirksblasmusikfest austragen mit der dazugehörigen Marschmusikwertung. Wir haben gleichzeitig eben 10 Jahre böhmischer Traum und ich kann jetzt schon versprechen, dass wir 2 bis 3 Top-Größen aus der Blasmusik-Szene auftreten lassen werden und nächstes Jahr das würdig feiern. Ich spiele Posaune bei der SOB-Kapelle, also bei der Spritz- und Blaskapelle. Spritz- und Blaskapelle, die Idee war, wir haben vor 14 Jahren einen Geburtstag spielen wollen und wir waren Feuerwehrleute und Musiker. Die Feuerwehrleute spritzen, die Musiker blasen, also Spritz- und Blaskapelle, abgekürzt SOB. Wir sind dabei seit dem 2. Mal. Seit dem 2. Mal ist immer irgendjemand von unserer Kapelle dabei oder haben wir hier gespielt. Das ist zweites Zuhause und eigentlich für fast alle ein Pflichttermin. Es gibt seit 7, 8 Jahren keine Diskussion. An Pfingsten fährt man nach Brand. Trotz der 8,5 Stunden, wo wir fahren, es lohnt sich wirklich. Ich bin 2014 über meine jetzige Frau gestolpert. Hier und genau fast an dieser Stelle sogar stand sie da. Und sie wollte ein Familienfoto machen. Ihr Vater, ihre Mutter kommen auch immer nach Brand. Und sie wollte ein Foto machen. Die Mutter hat angesetzt. Und kurz vorm Abdrücken vom Foto lauf ich durchs Bild. Dann habe ich meine jetzige Frau geschnappt und habe gesagt, wenn du schon durchs Bild läufst, dann stehst du auch mit hin und machst ein Foto. Und dann hat es gefunkt. Und ja, und letztes Jahr sind wir dann als Mann und Frau hier wieder beim böhmischen Traum gewesen. Die große Liebe, Musik verbindet und ich habe ein ganz großes Glück gefunden durch den böhmischen Traum.